Ich soll es auch ändern, will ich aber nicht. Gut, dann steige mal auf. Dann steige mal auf. Moment. Wenn es da noch 5 Jahre braucht, bis das mal geändert hat. 1100 von 1200. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Toll, der Rufus vorn hat mir einfach mal 30 Tonnen Kohle aufs Schiff gebeamt. Oder habe ich die vom anderen Schiff geklaut? Oh, 3 Einfluss. Mann, komm, ich brauch das. Und zwar schnell. Was brauchst du denn? Einheit, ja, jetzt hab ich's. Sonst kann ich ja nur ein Ding bauen. Dahin. Also entweder mache ich jetzt halt die Techs oder ich mache was anderes. Habe ich aber immer noch 17 Minus, toll. Ich persönlich, ich glaube, ich mache jetzt die Techs. Ich habe keinen Bock auf die Exekutiv. Krieg ich aber plus wenigstens. Zum Glück kriege ich plus. Wenn das stimmt, was die vom Wahrheitsministerium sagen, dann gibt es bald mehr Stunden. Ah, steigende Fruchtbarkeit, jetzt kriege ich auch mehr hin jetzt. So, ich krieg jetzt 1133. Jetzt. Ja. Produziert Rohöl. Puh, macht minus 50 Bilanz, minus 20 Energie. Scheißendreck. Ist aber besser als hier diese ganzen Dinger hier unterzuhalten. Außerdem macht ihn keine Ökobilanz minus. Und eigentlich müsste eine Bohrinsel für 2 solche Dinger reichen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich für jede Ölraffinerie eine Bohrinsel brauche. Das wäre ja krank. Ich meine, wie viele Ölinseln, dass du da bräuchtest dann? Viele. Brauchst du irgendwann 6 Stück? Ja. Ich probiere es einfach mal aus. Ich hoffe nur, dass sie dann in geraumer Zeit nicht abfackelt, bis ich die Tech soweit habe. Ansonsten haben wir eine Ölpest. Und es wäre auch noch direkt an meiner Küste, also. Scheiß Idee eigentlich, aber was will man machen? Öl. Oh, ich Öl. Voll ölig. Das ist ja Öl. Ich. Öl. Öle. Ne? Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich 2200. Könnt ihr wieder mal ein bisschen mehr Geld machen. Jetzt mache ich auch 1300 plus. So, jetzt habe ich es aber. Da ist er schon im Flug. Kevin. Ja, hast dich gehört, hab ich gehört. Jetzt mache ich Geld. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich mache jetzt die Techs. Ich habe irgendwie keine Lust auf die Typen. Die Exekutivs, die sind so schwer. Aber ich hab's hinbekommen. Ja, ja, ja. Registriere Energieknappheit. Wie viel habe ich schon jetzt? 9 Stunden.
eskaliere wegen Energieknappheit. Mimi. Ne? Naja, 16. So, und die fördert jetzt also Rohöl. So viel ich gehört habe. So eine. Mhm. Boah. Nur ich find's komisch, dass die Öl da unten abgefördert wird, also unten ins Konto gelagert wird, aber nicht oben. Weil eigentlich ist es ja oben und dann wird es da. Ja, eigentlich ja schon, ne? Ist irgendwie. Metallkonverter können wir noch nicht bauen, brauchen wir 750 Forscher. Ist aber nicht schwer. Kriegen wir hin. GEH Oil Industries. Geheul. Geheul Industries. Ein Heul hier, ich glaube, das sollte wohl so sein. Geheul, ne? Oh Mann, du hast ein Geheul Industries Ölplattform. Die Frage ist bloß, will ich sie haben? Nö. Eigentlich nicht, ne, eigentlich nicht. So, dann kann ich die hier drüben ja mal abschalten. Blub. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Auf einmal macht meine Insel irgendwie so blub, hell. Oh, ich habe genau 5000 Ölvorkommen noch. Minus 20 auf einmal nur noch. Ja, minus 20 ist gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich meine Tycoon-Schiffswerft hinbaue. An Hafen, würde ich sagen. Mhm. Ich würde dir mal das Geld wieder zurückzahlen. Endlich positive Nachrichten. Ne? Dann sind wir wohl quitt. Gut, dann müssen wir noch 10 Werkzeuge geben. Nee, komm. Dame, die Schiffswerft. Zeit und schlagen kann ich woanders auch. Da brauche ich dich nicht dafür. Ist ja geil. Zeit tot schlagen kann er woanders auch. Wie wär's, wenn du dann dahin gehst? Und mir nicht so dumm anzulabern, so dumm du. Ja, mir sagt er irgendwie nie was. Dummer Hund, du. Du blöder Hund. So, wollen wir mal gucken, ob wirklich eine Ölbohrinsel nur für zwei, für ein Ding reicht. Das will ich jetzt wissen, echt. Die fördert doch viel schneller Öl als drei Bohrer. Wirklich? Ja, eigentlich schon. Okay. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Mann. Ich nicht. Du blöder Supercomputer. Blöder Supercomputer. nur noch 3000 Kupfer. 1000 Kalk. 7000 Eisen und 9000 Kohle. Und 58.000 Sand. Hab ich noch. Ich. Achso. Ich hab noch 408 Tonnen Uran. Es wird Zeit, dass ich neue Urangefilde erschließe. 408? Uran. Ja, hab ich noch. Du hast 4. Das hab ich ja auch. Heiß, Tee, Kaffee, Gemüse. Stimmt. Extra starker Kaffee. Der Kaffee? Ja, was soll ich jetzt noch? Sag, ich könnte hier... Könntest du ja mal... machen.
genügend. Das reicht. Alter, das reicht. Marcel, das reicht. Weißt du, wie viele Dinge ich damit jetzt spare? Wie viel Ökobilanz? Ich lasse die Ölbohrer trotzdem mal vorsichtshalber noch ein bisschen stehen. Und wenn ich mir ganz sicher bin, wenn jetzt halt hier mein Handelsdings funktioniert. Da. Registriere neues Fahrzeug. Ja, dann. So. So, was habe ich hier? Das ist Kommandoschiff. Das ist. Boot. Genau, fast. Dann baue ich es hier hin. U-Boot. Kann ich da die Produktion machen? Hier kann ich dann die Produktion machen, wenn ich noch mehr brauche. Fracht. Dann muss ich hier noch so eine machen für. Eins. Bots. Das EOD-Bots? Ja. Was? Nee. Dann stelle ich mal eine Handelsroute ein, und zwar von von dem hier einladen Öl dahin ausladen Öl. Boah, wie lahm ist das Schiff denn bitte? Mein Frachtschiff? Nein, meins. U-Boot. Langsamer als mein Handelsschiff. Ja, es ist voll geknüppelt, ne? Ja. Ja, ich kann mir jetzt halt schon ein Ding herstellen, ein Containerschiff. Machst du das? Hä? Machst du das? Warum nicht? Irgendwann werde ich es brauchen. Na, ich mach mir dann dieses, U-Boot von den Techs dann. Ja, dankbar. Das Schiff ist angekommen. So, dann will ich jetzt mal wissen, ob das reicht. Eine Ölplattform müsste eigentlich für zwei Raffinerien reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht reicht. Das ist doch krank sonst. Was? Wie lange dieses Schiff da handelt, ist doch unlogisch. Warum braucht das Schiff so lange, um die Waren auszuladen? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich meine, wenn ich das Ding selber bediene, macht es einmal Chup drüben. Wenn das Ding das automatisch macht, dauert es ewig. Ganz komisch. Ist halt so. Jetzt habe ich 2 Tonnen Überschuss und mittlerweile hat die Ölbohrinsel schon wieder 3 produziert. Das müsste eigentlich reichen. Bin ja nicht in meine so, Unterwasserinsel jetzt eigentlich. Das hier baue ich einfach mal so. Ja, gib. So, dann. Underwater World. Hilfe, hier geht alles ein paar runter gerade. Warum? Ich dauernd Aufträge gerade. Machen Sie das, nein, machen Sie doch lieber das, nein, machen Sie das. Jetzt machen Sie schon, was? Was? Jetzt springen Sie endlich, okay. Das habe ich so nicht gemeint. Da fällst du da runter auf einmal so. So, ja. Oh. Wie ein Manchu Katsuya, aber so, ja. Oh. Genau. Das sagt er ja wirklich. So, ja. Oh. Was? Ist jetzt eskalieren oder was? Ich kann nicht drauf. Marcel? Marcel, übertreib's jetzt nicht. Doch. Nein! Nein! Also gut, hier ist das Casino. Der junge Mann. Okay, jetzt kann ich hier die Sachen ja hinbauen. So, dann habe ich das gebaut, jetzt habe ich Strom genug, jetzt brauche ich brauch noch hier ein Krankenhaus. Muss ich da jetzt noch eins bauen, natürlich. Und eine Fire Station.
Oder wie Marcel sagen würde. Das ist ein Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher, das ist einfach zu gut. Und jetzt, wo ich 23.000 habe, jetzt gönnen wir uns mal was. Ja, Ökobilanz steigt, ja. Gut, jetzt dann kann ich das Ding wieder anschalten. Gute Straße. Nee. Und schon ist die Energieversorgung wieder mangelhaft. Ah, eieieiei. Eine Gutenbergstraße gönnen wir uns jetzt mal. Das sieht nicht gut aus. Handelsschiff. Einlagern, Biodrinks aus. So. Ja, steigende Fruchtbarkeit. Was will denn jetzt beliefern Sie das? Jana hat ebenfalls Interesse an den Waren und bitten Sie, diese zu liefern. Bei dem kriege ich 5000 Geld, 134 Credits. Weiter kriege ich 147. Nee. Dann ist mir das Geld lieber. Hilft von. Das ist zu viel. 16 Tonnen von denen. An dieses Schiff. So, und jetzt gibt es bestimmt einige, die sich vielleicht denken, ey, warum reißt du die Straßen nicht vorher ab? Muss man gar nicht. Das Ding ist nämlich da mit einberechnet, die Rückerstattung. Was? Wenn du die neue Straße über die alte Straße drüber ziehst. Ja, dann kriegst du... Das zurück. 5 zurück, also 25 musst du bezahlen. Nee, 1 kriegst du nur zurück. Wenn du sie über und drüber baust, bekommst du 5 zurück, also musst du 5 weniger bezahlen. Ja, tatsächlich. Mhm. Also ist es sogar besser, als wenn man sie wegreißt, weil wenn man sie wegreißt, bekommt man nur 1. Ja. Das ist halt so, ne? Die Logik verstehe ich zwar nicht, aber gut, okay. Wahrscheinlich, weil es mehr Aufwand macht, die Straße wegzureißen, als sie einfach drüber zu teeren. Was allerdings wieder logisch wäre. Ja, irgendwie sind die Konzentrationsschwächen messen. Was? Eine könnte Abhilfe schaffen. Bei mir? Das kann gar nicht sein. Ja, muss aber sein, wenn die das sagt. Ich bin doch voll konzentriert hier bei der Arbeit. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Was für eine Abmachung sind die von mir? Abmachung. So, so sieht auch die Stadt schon viel schöner aus. Ne? Was? So sieht die Stadt schon viel schöner aus, viel freundlicher, viel heller. Ich sehe keinen Unterschied. Ich mache meinen Teil. Dafür will ich um. Was für eine hast du noch? Minus 33. Jo. Wenn ich lustig wäre, könnte ich sie noch weiter hochtreten, aber irgendwie. Hm. Ich mache mir Angst um die Energieversorgung. Oh, ich habe Beton voll. Siehst du, kann ich mal abschalten. Spart schon wieder Ökobilanz. So, und ihr produziert hier dauerhaft. Nee, doch nicht. Dann reicht eine Ölbohrinsel wohl doch nicht so. Hm. Das ist doch ein Scheiß, ist doch das. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Aufnahmepause. Würde ich sagen. Ja. Weil wir jetzt schon 4 Stunden und 8 Minuten Übel. Spielen. Und ja, naja, es ist eigentlich schon, wir haben jetzt eigentlich schon was gemacht, aber weit sind wir noch nicht. Doch noch nicht so viel. Dauert noch ewig. Na gut, wir haben, wie viel lange haben wir mit der einen Map, haben wir 35 Stunden schon. Zu viel. 35 Stunden. Zu 35 viel. Stunden, nur in einer Map. Ja, aber wir haben wo da wir alles. Kein Ziel haben, einfach nur bauen haben, einfach bauen. Wir haben da alles, ne? Ja, wenn wir das jetzt auch machen brauchen wir, naja gut, wir brauchen nicht mehr so lang, weil wir jetzt schon alles haben, aber gut. Ja, wir wissen ja, wie es jetzt geht. Ja. Wenn man mal weiß, wie es einfach, wenn man mal weiß, wie es geht, ist einfach. Gut. Schöne Start. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Jo, dann tschüss. Tschüss. Ich